Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Elex. Wir sind gerade in diesem alten verlassenen Transistorradio oder so ähnlich, Konverter, und hauen hier Viecher. So weit, so gut. Oh oh, oder die hauen uns. Au. Finish him! Oh. Lethality. Irgendwo ist hier ein roter Punkt, der uns verfolgt. Der verfolgt ihn, aber irgendwie ist da nichts. Der ist entweder unsichtbar oder im falschen Stockwerk. Naja, nehmen wir mal die Anleitung für kleine Energiespeicher. Und das da, und das da. Und das da. Nein, nicht das da. Das da. Und das da. Arx. Ich will nicht mit dir reden. Kann ich nicht einstellen, dass irgendwie mit Begleiterreden vielleicht nicht auf A funktioniert? Ich würde das gerne ändern. Vielleicht, dass mit Begleiterreden zum Beispiel oben, oben, unten, unten, links, rechts, B, A, Start ist oder so. Das wäre viel angenehmer für mich. Verschlossen. Wir brauchen den Security-Code. Arx, wir brauchen den Security-Code. Habe ich vielleicht schon zufällig in meinem Loot-Wahn, ohne dass ich es mitbekommen habe, eine Notiz aufgehoben jetzt gerade? Könnte man mal gucken. Vielleicht haben wir schon eine Notiz, wo das drauf steht. Wir haben auf jeden Fall ein Bild gefunden. Ach ja, das von dem Zwerg vor der Höhle. Und ein zerfleddertes Buch. Höhlenbewohner. Es gibt Überlieferungen aus der alten Welt über ein merkwürdiges kleines Volk. Vielleicht haben sie sogar den Einschlag des Meteors überlebt, da sie in unterirdischen Höhlen zu leben pflegen. Sie sollen Stollen tief in die Erde gegraben haben und dabei auf große Schätze gestoßen sein. Ah, es gibt noch Zwerge hier. Das wäre ja irgendwie cool. Es wird gesagt, sie seien klein von Wuchs, aber von stammiger Statur. Viele behaupten, dass ein Bart ihr ganzer Stolz sei. Eine globale Aussprache, eine grobe Aussprache wird ihnen nachgesagt und ein kriegerisches Gemüt. Notiz, irgendwann werde ich einen ihrer Höhlenbewohner sehen, dieser meine ich natürlich, und wenn ich dafür in 100 Höhlen kriechen muss. Ha, meint der Zwerge, spielt das in derselben Welt wie Gothic? Ich habe leider die Risen-Spiele nie gespielt. Deswegen verstehe ich, wenn dann, Anspielungen auf Risen nicht. Und die Gothic-Spiele habe ich natürlich gern alle damals gespielt. War auch wirklich total so, boah, Gothic, super. Aber voll sick, Alter, Gothic. Aber kann mich natürlich nicht mehr an viel erinnern. Ich habe es schon öfter gesagt, was mir sofort einfällt, wenn ich den Namen Gothic höre, ist Sumpfkraut. Das gute alte Sumpfkraut. Da kann ich mich noch dran erinnern, aber dann wird es schon vage. Und irgendwelche Cheats gegen Ende, mit denen man über die ganze Map fliegen kann und direkt zum letzten Endboss fliegen kann, der einen dann sofort tötet, es sei denn, man hat natürlich den dazugehörigen Unsterblichkeitscheat. Hey, wir müssen jetzt echt mal alle Gegner töten, die Musik geht mir hier auf die Nerven. Immer diese Kampfmusik, wenn irgendwie Gegner auch nur dezent in der Nähe sein könnten. Es könnte er sein. Achtung! Ich glaube, wir sind hier richtig. Genau, du kümmerst dich. Oh mein Gott, gegen was kämpft denn der da? Oh, ist das widerlich. Achso, das ist ein Raptor, aber der hat irgendwie so ein menschliches Gesicht. Irgendwie ist der nicht normal, der Raptor. Der ist besonders. Der macht mir auch besonders viel Angst. Der ist besonders eklig. Ein bedrohlicher Schleimdraken. Den muss ich mir jetzt nochmal genauer anschauen. Zum Glück ist er im Licht gestorben. Der sieht wirklich bedrohlich aus, der Schleimdraken. Sehen alle Schleimdraken so aus oder nur die bedrohlichen? Vielleicht sind normale Schleimdraken eher sowas wie matschige Möpse. Und das hier ist halt ein bedrohlicher. Matschige, schleimige Möpse. Oder französische Bulldoggen oder so. Drucken. Was drücke ich denn? Was drücken wir denn hier?
Nix anscheinend. Dann nehmen wir ein bisschen Elixit mit, wenn das so ist. Ah, schön, oder? Diese Ruhe. Endlich hat diese dam 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 Gefahr, Gefahr, dam 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 Musik aufgehört. Das finde ich gut. Aber ich kann schon verstehen, dass die ganze Zeit so Musik läuft, wenn hier so ein schleimiger, bedrohlicher Schleimi liegt. Ein schleimiger Bedrohbert. Ein roher Bedroher. Wo bitte? Bitte sagt mir, wo ist was? Das Elektroschrott brauche ich. Ja, aber kein Missions-Elektroschrott. Darf man nicht verwechseln. Es gibt Elektroschrott für die Mission und Elektroschrott für mich. Ich glaube, ich muss noch mal mit dem Aufzug runterfahren. Ich glaube, ich habe irgendwo Elektroschrott übersehen. Aber jetzt schauen wir uns hier erst noch ein bisschen um. Hochfahren kann man dann immer noch mal. Oder runter, je nachdem. Machtstoß. Ich muss mal so viel Sachen ausprobieren. Ich hebe immer alles auf, hab's im Inventar und denke mir, ja, irgendwann teste ich das mal. Und dann stehe ich auf einmal, wer bist du denn? Beim letzten Endboss und sage so, hey, ich habe irgendwie 199 Machtstöße. Und dann probiere ich die und merke, oh mein Gott, das hätte das Spiel so viel einfacher gemacht. Hallo. Du bist in einem Stück hier hochgekommen? Nö. Beeindruckend. Offenbar bin ich nicht der Einzige. Ich hatte mehr Glück als Verstand. Diese Mutanten haben mich bis in den Konverter verfolgt und bedrohen mich seit einer Ewigkeit. Ohne meine technischen Fähigkeiten wäre ich nicht so weit gekommen. Die paar Mutanten waren dir zu viel. Zu Beginn war eine ganze Horde hinter mir her und hat mir ordentlich zugesetzt. Es ist mir gelungen, einen der Abflussschläuche zu durchtrennen und den gesamten Eingangsbereich zu fluten. Allerdings sind die Viecher recht robust. Mir blieb nichts anderes übrig, als einen Teil der Maschinen auszuschalten, damit sie mich nicht weiter verfolgen. Du bist also technisch begabt. Ich bin ein Akolyt der Kleriker. Wir wissen alle sehr viel über Technik und machen sie uns zunutze. Aber nicht, wie man seine Hosenträger richtig anzieht. So ist es. Und es war ein weiter Weg aus den Bergen von Ignadon. Aber manchmal muss man ein Risiko eingehen, um etwas zu erreichen. Dich bedrohen hier keine Mutanten mehr. Dann gehe ich recht in der Annahme, dass sie aus dem Weg geräumt wurden? Sieht ganz so aus. Du hast mir geholfen. Interessant. Also ehrlich gesagt wusste ich jetzt nicht unbedingt, dass ich dir damit helfe, die Mutanten zu töten. Aber ja, ich hätte dir höchstwahrscheinlich auch geholfen, wenn du mich gefragt hättest. Deswegen ist es schon okay. Lass stecken, Falk. Schon gut. Ich stehe in deiner Schuld. Das werde ich nicht vergessen. Nun kann ich wieder meinen Aufgaben nachgehen. Arx gefällt das nicht. Warum gefällt Arx das nicht, wenn ich dem selbstlos helfe? Na, weil der zur falschen Fraktion gehört, ich verstehe schon. Arx ist zwar ein Abtrünniger, mehr oder weniger ein Ausgestoßener, aber trotzdem noch den Werten der Alps loyal im Grunde. Insofern passt ihm das nicht. Aber wenn Arx weiter so ein Arx-Loch ist, dann nehmen wir vielleicht einfach einen anderen Begleiter mit. Wenn ich irgendwann mal einen anderen hab. Falk, willst du nicht mitkommen? Was wolltest du im Konverter? Ich bin im Auftrag der Kleriker unterwegs, um neue Ressourcen zu erschließen. Um welche Ressourcen handelt es sich? Wir brauchen immer neue Rekruten, die sich unserer Sache annehmen. Ich bin allerdings auf der Suche nach bestimmten Elektroteilen, die uns im Krieg gegen die Alps weiterhelfen. Über die Tücken der Wildnis bin ich mehr als gut informiert. Und dennoch machen sie mir immer wieder Probleme. Du hingegen scheinst nicht nur furchtlos, sondern auch außerordentlich fähig zu sein. Und hirnlos. Wie wäre es, wenn wir zusammenarbeiten? Wir könnten beide von unseren Fähigkeiten profitieren. Ich könnte dir in technischen Fragen von Nutzen sein. Bist du echt ein Begleiter? Im Gegenzug hilfst du mir, Situationen wie diese in Zukunft zu vermeiden. Okay, ich nehme dich mit. Aber mein Wort ist Gesetz. Diese Entscheidung wirst du nicht bereuen. Meine Waffe ist deine Waffe. Hoffen wir es. Wo treffen wir uns, falls wir getrennt werden? Wir treffen uns vor den Ruinen westlich von Goliath. Alles klar. Den Treffpunkt werde ich schon finden. Habe ich jetzt zwei gleichzeitig?
kann man zwei Clip. Wie viele Begleiter kann man da gleichzeitig haben? Ich will 100. Ich will 150.000 Begleiter gleichzeitig. Welche Elektroteile suchst du? In dem stillgelegten Konverter von Idan soll sich ein hochempfindliches Sensormodul befinden. Ich soll eine hochleistungsfähige CPU aus einer speziellen Kampfmaschine der Alps im Kriegsgebiet von Abessa finden. Aha. Ich brauche dann noch etwas von dem Spezialmetall Gaurodium aus dem Meteorkrater von Ignadon. Das Gelenk einer Vorkriegsmaschine soll sich auf dem Schrotthaufen des Forts der Outlaws befinden. Das brauche ich auch. Ach was. Und ich brauche eine Miniatur-Elex-Batterie, wie sie in den Gleitern der Alps verwendet werden. Ah ja. Und das ist dann alles, ja? Richtig. Am besten du speicherst das in deinem Adjutor. In Ordnung. Ich helfe dir bei deinem Auftrag. Hervorragend. Nach meinen Recherchen haben wir noch eine lange Reise vor uns, bis wir alle Teile gefunden haben. Das wird sicher unterhaltsam. Warten wir es ab. Was gibt es Neues von den Klerikern? Kalan hat uns eine Prüfung auferlegt. Wenn wir diese meistern, können wir vielleicht den Krieg beenden. Du glaubst an Kalan? Er hat uns die Fähigkeit der Suggestion gegeben. Damit haben wir die Möglichkeit, die Menschen zu prüfen und sie zu zwingen, uns die Wahrheit zu sagen. Dann prüfe mich. Wie du wünschst. Was ist das Grausamste, was du je getan hast? Anscheinend kann er widersteht also dieser Suggestion. Er kann quasi lügen, wenn er will. Aber ich bin immer ein Fan davon, die Wahrheit zu sagen, weil er ist immer mein Begleiter, wir müssen schon zusammenpassen. Ich will nur mit Leuten unterwegs sein, die mit dem leben können, was und wer ich bin. Wenn du mich wirklich liebst, Falk, dann akzeptierst du, dass ich Folgendes getan habe. Ich habe lebende Menschen in den Konvertern geopfert. Das ist tatsächlich nicht sehr freundlich. Siehst du, du warst gezwungen, mir die Wahrheit zu sagen. Ich hoffe, meine Fähigkeiten haben dich überzeugt. Ich bin beeindruckt. Vielen Dank. Wie sieht's aus bei dir? Schwer zu sagen. Ich denke noch einmal darüber nach. Es gibt noch so viel zu entdecken. Interessant zu sehen, was als nächstes kommt. Komm mit. Ihr seid schon genug. Mehr würden dich nur behindern. Ich bleibe hier. Immer nur ein Waffengefährte. Axt. Geh zum Treffpunkt. Ich brauche dich nicht mehr. Geh zum Treffpunkt. Okay. Jetzt nehmen wir Falks mal mit. Falk. Falk, mitkommen. 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 Ja. Ja, Falks und der Zerstörer von Babylon gehen gemeinsam durch die Welt und erleben Abenteuer. Das wird eine neue Zeichentrickserie auf Super RTL. Gibt's den Sender noch? Für Kinder vor allem. Es heißt Arx und der Zerstörer von Babylon, heißt die Serie. Die wird gut, die wird gut. Ich habe super Autoren dafür engagiert. Zum Beispiel mich. Ich werde halt dann immer nicht rechtzeitig fertig und es ist auch immer nur alles halb gemacht. Und dann denke ich mir, also, ich bin eigentlich nicht zufrieden, aber raus damit, scheiß drauf. Aber ich glaube, die wird super. Da muss man, also, Sprengkasten. Der Cleanbot ist im Grunde sowas wie Ratten und die ganzen kleinen Tierchen, die überall so rumgurken. Kann ich wahrscheinlich töten, würde ich sogar Loot bekommen und vielleicht sogar Erfahrungspunkte. Aber der arme Cleanbot. Aber weißt du was, Cleanbot? Du bist ungefähr genauso effektiv wie unser Cleanbot, den wir zu Hause haben. Weil wie lange fährst du hier oben schon rum und das Blut und die Knochen hast du immer noch nicht weggeräumt. Geschweige denn vom Efeu. Wenigstens das Blut. Es regnet auch noch. Wie schwer kann es für den Cleanbot sein? Nasses, weggeregnetes Blut. Oder? Sollte man meinen. Whatever. Wir gehen jetzt. Falks und der Zerstörer gehen jetzt weg von hier und trinken vielleicht ein Bier oder zwei. Ja, deswegen ist die Kinderserie, leider wird die ziemlich oft kritisiert, weil es heißt, die würde Alkoholkonsum verherrlichen. Nur weil beide Charaktere Alkoholiker sind. Was weißt du über diesen Konverter? Er ist offensichtlich nie vollends in Betrieb genommen worden. Die Berserker wollten sich einen Konverter direkt vor ihrer Haustüre wohl nicht gefallen lassen.
Es ist allerdings nur eine Frage der Zeit, bis die Alps zurückschlagen und auch den Bewohnern Edans das Leben aussaugen, wenn du mich fragst. Was wollte ich sagen? Ach so, genau. Nur weil die beiden Hauptcharaktere beide Alkoholiker sind und ihre Kraft durch Alkohol kriegen. So wie halt das Popeye. Das hier ist der Kommandotrakt des Konverters. Hier geben die Alps den Befehl, den Lebewesen in der Umgebung das Elex zu entziehen. In Edan sind sie offenbar nicht weit gekommen. Ich finde das nicht so schlimm. Also das mit dem Alkoholismus, das mit dem Elex entziehen, das ist problematisch. Hilfe. Ich werde wahnsinnig. Hey, kennst du zufällig den Code für die Tür? Oder sollen wir raten? Wir können nicht raten. Kennst du den Code für die Tür? Aha, danke für nichts. Der kennt den Code für die Tür nicht. Wetten? Ich will da rein. Damn it. Ah. Vielleicht müssen wir einmal einen Code finden und dann können wir in allen Konvertern das machen. Also die Tür hier öffnen. Oder ich habe was übersehen, aber ich will jetzt auch hier nicht stundenlang durch dieses dunkle Gebäude laufen, nur damit ich einen Zettel finde, auf dem steht 4 oder so. Dann ist das der Code. Ich frage mich, wie lange der auf dem Dach war. Vor allem hier unten habe ich einen der Schläuche durchtrennt, um die Mutanten abzuhängen. Cool. Dabei hat dieses Brackwasser allerdings die ganze Ebene verseucht. Cool. Begleiterkerl, eine Frage. Du hast doch sicher ein Jetpack, oder? Sonst könntest du nicht mein Begleiter sein. Alle meine Begleiter haben Jetpacks. Müssen wir mal noch evaluieren. Aber wenn, dann sag mir um Himmels Willen, warum sitzt du da oben seit 500 Stunden? Weißt du, dass man fliegen kann mit Jetpacks? Vielleicht weiß er es nicht. Vielleicht hat er eins, aber er wusste nie, für was das da sein soll. Und jetzt weiß er es. Und jetzt sind wir beste Buddies für immer. Weil er mich beobachtet hat beim Fliegen. Und ich habe ihm das Fliegen beigebracht. Ich bin wie seine Vogelmutter. Ich glaube, er ist auch nicht selbstständig. Ich muss das machen. Wie das halt Vogeleltern machen. Das scheint vielleicht ein bisschen eklig, aber so ist das halt. Bei Alps und Klerikern. Die haben so ein besonderes Verhältnis, was das angeht. Lauf! Ich glaube, da ist ein riesiger Kampfroboter. Hier dürfen wir erstmal sicher sein. Guck, da kommt er mit seinem Jetpack. Schau, du hättest von da runter fliegen können. Falk. Naja. Man kann ja nicht immer alles wissen, oder? Wie oft ich schon in Spielen das richtige Item für die Problemlösung im Inventar hatte, aber ich war einfach zu doof, um 1 und 1 zusammenzuzählen. Die doodle di 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 du 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 di du 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 du. Oh oh, noch ein Bösewicht. Den mag ich nicht. Ich würde mich gerne mal mit so einem Roboter anlegen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Der schießt. Genau, Falk, hau ihn. Ich lenke ihn ab. Na, seine Schüsse sind jetzt gar nicht so supermächtig. Damit kann man leben. Die schaffen wir. Puh! Das war gut ausgewichen. Ich hänge leider hier fest. Okay, ich glaube, ich nehme den Bogen. Okay, ich glaube, wir haben gewonnen. Gut gemacht. Ach, guck, da kriegt man Stuff. Da kriegt man Energiezellen, Elektroschrott. Cool. Mann, es regnet und regnet, Leute. Und wir müssen für heute jetzt leider Schluss machen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Schaut doch beim nächsten Mal wieder rein. Es würde mich sehr freuen. Wir nehmen noch dieses Kraut hier. Nein. Nein. Kraut nehmen. Und jetzt sage ich Tschüss. Bis morgen. Macht's gut.